Frank von Giga auf dem MWC 2018 mit einem Smartphone von einer Firma, von der wir noch nie einen Hands-on hatten, der Firma Energizer. Und dieses Smartphone ist so völlig fernab von jedweder Realität. Das ist echt bizarr. Und warum? Das verrate ich euch jetzt hier im Hands-on. Das hier ist es also, das Energizer P18K Pop, ein sehr eingängiger Name. Ich habe höchstens 2 Minuten gebraucht, um mir diesen zu merken. Was ist das Besondere an diesem Smartphone? Naja, also erstmal hat man hier ein Display, das komplett die Front bedeckt. Warum das Ganze? Wo ist die Frontkamera? Fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Moment, das ist die Wecker-App. Die Frontkamera, die kann man in dem Moment sehen, wenn man hier in die Kamera-App wechselt, das fährt so oben raus. Also das ist ja schon mal kurios, aber viel kurioser ist die Tatsache, dass hier ein Akku verbaut ist, der üppige 18.000 mAh hat. Zum Vergleich, so ein Galaxy S9 Plus, das hat 3.500 mAh. Es gibt jetzt auch ein paar Flaggschiffe, die über 4.000 haben. 18.000, das ist schon nochmal was anderes. Das ist eine andere Hausnummer. Und holy balls, das Ding ist nicht nur ziemlich dick, sondern es ist auch verdammt schwer. Definitiv kein Gerät für die Hosentasche. Dieses Gerät, dafür braucht ihr fast eine eigene Handtasche oder so. Also sehr, sehr abgefahren. Und ansonsten, was hat man hier für technische Daten? Octa-Core-Prozessor ist drin von MediaTek. 6 GB RAM, 128 GB Speicher. Das ist soweit okay. Und kann man schon machen, wenn man es ein bisschen dünner bauen würde. Hier unten ist der USB-C-Port. Hier gibt es auch eine Schnellladefunktion. Auf der rechten Seite haben wir hier einen Fingerabdrucksensor, Power-Taste. Geht sehr leichtgängig. Hier direkt darüber noch eine Lautstärke-Wippe. Hier hinten sogar eine Dreifachkamera. Hier ein sehr, sehr abgerundetes, sehr abgerundete Glasrückseite. An sich sehr, sehr wertig. Und hier dann dieser durchaus recht üppige, dicke Metallrahmen. Und das hier oben auf der Oberseite, das ist halt die Pop-Up-Kamera. Hier auf dem Energizer P18K Pop läuft so eine leicht geskinnte Version von Android drauf. Das ist ja auch, so wie ich das eben gesehen habe, ein aktuelles Android, Android 9 Pie. Ob es Updates gibt dafür, weiß ich nicht. Auf jeden Fall einen dicken Akku hat es. 18.000 mAh. Ich kann das kaum fassen. Ich kann es kaum fassen, wie schwer dieses Telefon ist. Okay, Leute, also das ist alles andere als alltagstauglich. 18.000 mAh ist natürlich schön irgendwie in der Tasche zu haben als in Sachen Energie, aber weniger schön in Sachen Gewicht. Das Teil ist einfach wirklich fernab jedwedes normalen Use Cases, den ich mir vorstellen kann. Allenfalls, falls ihr eine einsame Insel entdeckt habt und die mal erforschen wollt und ihr nicht wisst, ob ihr in 3 Wochen oder 3 Monaten wiederkommt, dann vielleicht, dann macht das schon Sinn, dieses Energizer Smartphone. Ansonsten, weiß ich nicht. Trotzdem lustiges Gerät und auf jeden Fall kurios. Hat euch das Video gefallen? Gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Schaut doch mal auf giga.de/mwc. Da habt ihr alle Videos und alle Infos zu den Geräten vom MWC auf einen Blick, inklusive diesem Energizer Smartphone.